mein Gott, Leute, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr auf jeden Fall den neuen Jesse Skin bekommen könnt. Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wie ihr schon am Anfang des Videos gehört habt, ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr den neuen Jesse Skin auf jeden Fall bekommen könnt. Das ist eigentlich ganz einfach und immer so, Leute, Lukas hat auf jeden Fall auch so ein Video gemacht, aber ich dachte mir trotzdem, ich zeige euch das auch mal, weil ich habe halt Lust, auch so ein Video zu drehen. Und Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir labern gar nicht so lange rum und wir fangen dann auf jeden Fall auch direkt an. Okay, Leute, also als erstes, damit ihr diesen Jesse Skin erstmal bekommen könnt, müsst ihr auf jeden Fall bei der Website https://eventbrowsers.com.de auf jeden Fall drauf gehen. Ich habe euch auf jeden Fall diese Website auf jeden Fall in der Videobeschreibung gepackt und ich werde euch dann auf jeden Fall auch zeigen, was ihr alles als allererstes machen müsst. Also, und zwar hier seht ihr dann auf jeden Fall diese Website halt. Also hier, das ist auf jeden Fall dieser Jesse Skin, Leute. Ja, und man kann auf jeden Fall sehen, dass in 2 Tagen, 18 Stunden, 28 Minuten und 17 Sekunden auch dieses Browser's World Finals 2021 beginnt. Und ich werde euch dann auf jeden Fall schon mal zeigen, was ihr auf jeden Fall hier schon mal bei dieser Website anfangen könnt. Und zwar, Leute, steht auf jeden Fall oben, weil hier oben anmelden, Supercell. Wir klicken einfach mal hier drauf, Leute. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere E-Mail eingeben, also unsere Supercell-ID-E-Mail. Falls ihr keine habt, dann müsst ihr auf jeden Fall schnell eine stellen. Dazu gibt es auch ein paar Tutorials auf YouTube. Ja, dann müsst ihr hier auf jeden Fall eure Supercell-ID eingeben. Und wenn ihr das gemacht habt, das mache ich jetzt mal ganz schnell, Freunde. Dann solltet ihr auf jeden Fall einen Code bekommen auf dieser E-Mail, die mit der ihr euch auf jeden Fall bei der Supercell-ID angemeldet habt. Und dann müsst ihr auf jeden Fall diesen Code in dieser Suchleiste eingeben. Und ich habe mich auf jeden Fall auch hier schon mal angemeldet mit meiner Supercell-ID. Hier kann man das auf jeden Fall sehen. JohnBXC, das ist auf jeden Fall schon mal meine E-Mail. Das ist auf jeden Fall schon mal meine Supercell-ID. Und Leute, ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ihr als allererstes machen müsst. Also erstmal, hier kann man auf jeden Fall hier die Erinnerung aktivieren. Das habe ich auf jeden Fall hier jetzt schon mal gemacht. Und hier kann man den Zeitplan ansehen, also den Zeitplan. Und ja, hier stehen auf jeden Fall ein paar Zeitpläne. Wer als erstes spielt, wer gegen wen spielt oder wer auch immer. Und ja, also als erstes, Leute, könnt ihr das auf jeden Fall so machen, dass ihr unten ein bisschen runterscrollt bei dieser Website. Also wenn ihr auf jeden Fall hier ein bisschen runter geht, steht da auf jeden Fall für den Sieger tippen. Und zwar, ja, das Ganze habe ich leider schon gemacht, aber ich kann euch mal trotzdem zeigen, was ich hier auf jeden Fall alles gewotet habe. Also ich habe als erstes für SK gewotet, BKR, TOC, ich habe es richtig ausgesprochen, und dann habe ich für TRB gewotet. Also sagt nicht, dass ihr dasselbe wie ich voten müsst. Ihr könnt auch eure eigene Meinung nach etwas voten. Und ja, also wenn ihr das auf jeden Fall gemacht habt, dann könnt ihr auch schon mal hier ein bisschen rumschauen, was es hier so alles gibt. Und zwar zum Beispiel gibt es hier 10 Coins, also man kriegt 10 Coins, wenn man das erste gemacht hat. Und zwar zum Beispiel, als ich diesen Trailer angeschaut habe hier, dann habe ich auch schon ein bisschen was bekommen. Aber als ich noch diese Umfrage gemacht habe hier, dann bin ich auf jeden Fall hier ein bisschen weitergekommen bei diesen Levels. Jetzt bin ich ungefähr Level 30 oder so ungefähr. Ich weiß nicht, Level 40. Ich glaube, ich bin sogar Level 40. Ja, okay, ich bin Level 40. Und ja, also wenn ihr auf jeden Fall hier bei den 1000 seid, dann könnt ihr auf jeden Fall hier diesen Jesse Skin bekommen. Was müsst ihr also alles dafür tun? Also, wie ich es weiß, muss man auf jeden Fall wirklich jeden Tag kurz vorbeischauen oder die ganze Zeit vorbeischauen. Also, man kann auch kurz. Und dann, wenn man halt vorbeigeschaut hat, dann kann man auf jeden Fall hier, kommt man auf jeden Fall hier ein bisschen weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Championship-Teil da zuschauen würde, dann wäre ich auf jeden Fall hier bei dem nächsten Level und dann immer so weiter und so weiter. Also, ihr müsst bei jedem Tag oder wie lange ihr da auch immer bleibt, desto länger ihr bleibt, desto besser ist es halt. Ihr könnt auch irgendwie irgendwas, also zum Beispiel euren Tablet oder so, irgendwie euer Handy einfach laufen lassen, so dass es da einfach läuft. Dann kriegt ihr auf jeden Fall auch schon gratis Belohnungen. Und nun mal so, Leute, wir können auch hier auf jeden Fall unten sehen, dass da auf jeden Fall Tag 1, Tag 2 und Tag 3 steht. Also Leute, ihr kriegt auf jeden Fall jeden Tag auf jeden Fall ein paar Tipps. Also ihr kriegt auf jeden Fall 2 E-Sports Teams und dann könnt ihr auf jeden Fall immer wieder wählen. Und desto richtiger ihr es habt, desto besser ist es auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, ich bin ja auf jeden Fall gerade bei 40 Punkten und wenn man auf jeden Fall hier 1000 Punkte erreicht hat, also wenn man wirklich sehr gut in dieser Sache war, dann
wenn man auf jeden Fall hier ist, dann kriegt man auf jeden Fall diesen Katzenbanditen Jessie Skin auf jeden Fall. Und nur mal so, Leute, ich werde euch das auf jeden Fall jetzt zeigen, wo ihr auf jeden Fall eure Belohnungen kriegt, weil ja, ihr müsst schon eure Belohnung irgendwie bekommen. Und ich werde euch das auf jeden Fall jetzt zeigen, wie ihr eure Belohnungen auf jeden Fall bekommen könnt. Auf jeden Fall hier, und zwar können wir auf jeden Fall schon hier mal sehen, dass da auf jeden Fall ein Häkchen steht. Da klicken wir einfach mal drauf und wir kriegen auf jeden Fall hier 10 Münzen gespendet. Let's go. Haben wir hier auf einfordern und wir haben jetzt auf jeden Fall 10 Münzen bekommen. Und so kriegt ihr auf jeden Fall alle eure Belohnungen. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao. Piu.